Judith Arndt ist dreifache Weltmeisterin auf der Bahn und auf der Straße. Die 35-Jährige ist schon lange äußerst erfolgreich, doch noch fehlt ihr ein Olympiasieg. Ich meine, ich bin amtierende Weltmeisterin und ich denke, von daher muss mein Ziel sein, bei Olympia auch zu gewinnen. Ich meine, ich kann nicht sagen, ich bin Weltmeisterin und möchte gern unter die Top 5 oder so, das ist ja Quatsch. Aber wenn es nicht Gold wird, würde ich mich auch über Silber oder Bronze sehr freuen. Zwei Olympiamedaillen hat die gebürtige Brandenburgerin bereits. 2004 gewinnt sie Silber im Straßeneinzelzeitfahren. 1996 Bronze in der Einerverfolgung auf der Bahn. Ein Start im Holzoval ist in London auch möglich. Doch Judith Arndt konzentriert sich vor allem auf die Straßenwettbewerbe. Vor Olympia steht noch einiges an. Ich bereite mich nicht nur auf die Olympischen Spiele vor. Wirklich, wir haben viele wichtige Rennen im Jahr, viele Weltcuprennen. Und für mich persönlich ist es am besten, einfach nur Radrennen zu fahren und mich über die Radrennen noch weiterzuentwickeln. Judith Arndt lebt seit kurzem bei München. Die Nähe der Alpen, aber auch die weiten Wälder und Felder bieten ideale Trainingsbedingungen. Bis zu 8 Stunden fährt die ruhige Profi-Rennfahrerin pro Tag mit ihrem Rad. Seit 15 Jahren ist die Allrounderin ihre eigene Trainerin. Der Vorteil liegt auf der Hand. Im Straßenradsport geht es auch ohne Trainer. Ich bin ganz zufrieden, weil so gibt es nur eine Meinung, das ist meine und die wird dann auch durchgesetzt. Nach 2012 ist Schluss mit Radfahren. Doch zunächst stehen noch ihre 5. Olympischen Spiele an. Auch für eine routinierte Fahrerin wie Judith Arndt ein ganz besonderes Ereignis mit dem großen Ziel Goldmedaille.